Für ein Projekt mit meinem Amstrad Retrocomputer habe ich einen VGA-Konverter gesucht und mit dem GBS 8200 auch gefunden. Näheres zur Platine und die Verwendung eines 3D gedruckten Gehäuses kommt dann nach dem Titel. Gefunden habe ich das Board bei der elektronischen Bucht, allerdings zu unterschiedlichen Preisen und auch verschiedene Versionen. Gekauft habe ich mir ein Board der Version 4. Dieses wurde in der typisch antistatischen Verpackung geliefert und dabei lag ein zweiadriges Powerkabel und ein sechsadriges Kabel zum Anschluss an die RGBS-Pins. Ein Handbuch oder eine entsprechende Anleitung lag nicht dabei. Das ist aber kein großes Problem, da die Informationen im Internet zu finden sind. Das GPS-Board hat verschiedene Ein- und Ausgänge und die liste ich nun mal hier auf. RGBHV-Input, achtpoliger RBGS-Input, EGA/CGA-Input, YPB-PR-Input, VGA-Output, 12-poliger VGA-Output, Stromversorgung 5 Volt, 2-polige Stromversorgung 5 Volt und Upgrade-Interface. Die vier Drucktasten rechts unten führen zu einem Menü zur Steuerung des Bildschirms. Die Taste nach rechts schaltet das Menü ein. Mit der Taste nach oben wird im Menü nach oben navigiert oder ein Wert erhöht. Mit der Taste nach unten navigiert man im Menü nach unten oder verringert einen Wert. Außerhalb des Menüs schaltet man mit dieser Taste den Autoscan-Modus ein. Besonders diese Taste hat noch weitere Funktionen, die im Handbuch ausführlich erklärt werden. Die Taste nach links ist der Eingangswahlschalter der verschiedenen Videomodi. Wer mich kennt, hat schon gesehen, dass ich in vielen Fällen meinen 3D-Drucker benutze, um einen Part zu dem vorgestellten Bauteil zu drucken. Und beim GBS 8200 ist es das Gehäuse dazu. Nun gibt es im Internet einige vernünftige Vorschläge und ich habe mich für das Modell von Maxik 234 entschieden. Die STL-Dateien habe ich gesliced und mit meinem Ender 3 Pro ausgedruckt. Dabei hatte ich aber dann doch einige Probleme, so dass ich den Boden beim dritten Mal mit einem Raft ausgedruckt habe. Und da habe ich dann beim Entfernen des Rafts nicht richtig aufgepasst und einen Teil des Bodens mit abgerissen. Und wie ich dann diesen Fauxpas gelöst habe, das erzähle ich ein wenig später. Die beiden anderen Teile, Deckel und Tasten, waren in Ordnung. Die Musterung auf den Druckteilen, die stammt von einem Kreppband. Das war ein kleines Experiment von mir.
Dabei hat mir besonders die geniale Lösung mit den Tasten gefallen. Sehr schön, vor allem funktionsfähig. Da ich noch einen Kabelstrang herausführen möchte, habe ich auf der Rückseite ein Loch eingearbeitet. Die Platine passt ganz genau in das Gehäuse und wird mit 4 M3x6 selbstschneidenden Schrauben befestigt. Das Kabel wird eingebaut und mit einem Kabelbinder fixiert. Und der Deckel, der hält von selbst. Und was mache ich nun mit dem Boden? Ich will nicht noch einmal 9 Stunden lang einen Ersatzboden drucken. Stattdessen habe ich mir eine selbstklebende Filzmatte besorgt, die ich einfach unter den Boden kleben kann. Und damit sind die hässlichen Stellen verschwunden und mein GBS 8200 hat auch einen sicheren Stand. Bisher habe ich bei der Arbeit mit meinen CPC-Geräten immer die Originalmonitore, sei es in Grün oder in Farbe, benutzt. Nun will ich aber aus rein pragmatischen Gründen auch einen PC-Monitor und einen Smart-Fernsehmonitor mit vielen Eingangsmöglichkeiten benutzen. Dazu braucht es ein RGB-Kabel, das ich mir nach Vorlage selbst zusammenlöten werde. Man hat das Kabel ja schon beim Einbau gesehen. Und nun kommt an das andere Ende noch ein 6-poliger DIN-Stecker. Ich habe das Kabel nun offline gelötet. Und hier ist das Ergebnis. Für den Test meines CPC 464 mit dem Enfren-Monitor habe ich Folgendes aufgebaut. Den Monitor, meinen CPC 464, das Zaxxon DDI4 Interface, das GoTec Laufwerk und natürlich den GBS 8200 Konverter. Ich schließe nun das RGB-Kabel vom Monitor an den Konverter an. Mein selbstgelötetes Kabel geht vom Konverter zur Monitorbuchse am Computer. Und die anderen Teile werden auch angeschlossen. Über das DDI4 Interface kann ich das Betriebssystem Parados einschalten. Und über den Cut-Befehl dann den Inhalt auf meinem GoTec Laufwerk auslesen. Da ich nun kein geübter Spieler bin, stelle ich mal ein paar Spiele vor, bei denen ich nicht zu unbeholfen aussehe. Thank you.
Hier habe ich nun Monitor und Computer gewechselt. Als Monitor wird ein Samsung LCD-TV LE19R71B angeschlossen. Und als Computer setze ich einen Schneider CBC6128 ein. Alle anderen Geräte, wie zum Beispiel das GoTek-Laufwerk, die bleiben gleich. Da das Video nun schon recht lange ist, hier nur noch ein Ausschnitt eines weiteren Demos. Es handelt sich um The Demo von der Gruppe Logan System aus dem Jahre 1991. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis, bemerke aber immer wieder kleine Zeilensprünge auf dem Monitor. An was das nun liegt, bleibt wohl vorerst im Dunkel. Ich werde mich aber irgendwann daran machen, um das Übel zu finden und zu beseitigen. Und natürlich werde ich auch andere Computer an dem GBS 8200 ausprobieren. Und nun sage ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss und Salü aus dem Saarland.